Servus Leute, ja, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat November Neuzugänge November Mashup. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Ich glaube, so ziemlich alle Bücher, die als Neuzugänge, bis auf, glaube ich, eines, das habe ich leider noch nicht gelesen, aber ich glaube, so der Rest meiner November-Neuzugänge, die sind eben auch im Lesemonat, dementsprechend kommen wir dann gleich zum Schluss noch zu dem letzten Neuzugang sozusagen. Ich habe, glaube ich, auch im Oktober schon erwähnt, das Labyrinth der Wünsche von meiner Freundin Daphne Unruh. Das habe ich, oder ich habe es, glaube ich, nicht erwähnt, ich habe es nur erwähnt, dass ich es, glaube ich, gelesen habe im Voraus als Testlese. Und zwar heißt der erste Teil dieser Duologie heißt Magie der Wünsche. Das hier, Magie der Wünsche. Und der zweite Teil, der heißt Labyrinth der Wünsche. Ne? Also eher so rum. Ne? Und aus Magie der Wünsche möchte ich euch mal ganz kurz den Klappentext vorlesen. Stell dir vor, es gäbe einen magischen Ort mit einem gigantischen Turm und tausenden Türen, an dem alle deine Wünsche erfüllt werden. Ami lebt in einem kleinen Dorf und fürchtet sich, ihre vertraute Welt zu verlassen. Dabei spürt sie tief in ihrem Inneren eine starke Sehnsucht nach mehr. Als plötzlich Nido, ein ziemlich cooler und geheimnisvoller Typ, auftaucht und sie in die Welt der Wünsche entführt, bleibt nichts mehr, wie es war. Ich habe da schon ein Video drüber gemacht, wenn ihr ein bisschen mehr erfahren wollt, um was da drin geht, wie ich das Buch gefunden habe. Ich habe 14 von 15 möglichen Punkten gegeben, also ein sehr gut. Die Geschichte ist richtig toll. Eine meiner Lieblingsautoren, die Daphne Unruh, hat diese Duologie geschrieben. Endlich mal wieder neuer Lesestoff seit, glaube ich, 2 Jahren. Die ersten Bücher, die endlich mal wieder erschienen sind. Und ich bin hellauf begeistert. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, diese beiden tollen Bücher. Geile Geschichte, tolle Charaktere, wundervolle Protagonistin und wahnsinnig gut geschrieben. Und was mir persönlich sehr aufgefallen ist, es ist mal wieder was ganz Neues. Eben nicht die 125. Vampirgeschichte oder so. Vampire kommen nicht rein vor. Ihr wisst aber, was ich meine. Sondern mal wieder was ganz erfrischend Neues einfach. Und das hat mich persönlich sehr begeistert. Endlich mal wieder was Neues zu lesen. Ich blende mal die Cover hier ein. Was mich auch sehr begeistert hat, war Witch's World 1 und 2. Der erste Teil Wayward Witches und der zweite Teil Natural Witches. Ich lese euch auch mal ganz kurz hier den Klappentext vor. Ich muss ihn hier ablesen, weil es leider Gottes noch keine Taschenbücher gibt, wie ich hier sehe. Also es gibt bisher leider nur die E-Books.
aber nichtsdestotrotz fantastische Bücher und ich habe 15 Punkte, die volle Punktzahl gegeben dafür übrigens. Ja, Isa Finchley hat es nicht leicht im Leben. Ihre Mutter ist die gefragteste Wahrsagerin der Reichen und Schönen Londons und ihr Vater arbeitet als Professor für Paranormales irgendwas für das ominöse Institut und beide wollen sie, dass Isa in ihre Fußstapfen tritt. Aber das Schicksal hat ein anderes Leben für sie vorgesehen. Viel gefährlicher als Isa jemals ahnen könnte. Denn in ihr schlummern Kräfte, von denen Hipsterhexen und möchtigen Magier nur träumen können. Als diese an ihrem Geburtstag ohne Vorwarnung aus ihr hervorbrechen, verwandelt sie ihre Umgebung in ein wahres Schlachtfeld, was sich im ersten Moment wie ein Befreiungsschlag anfühlt, wird bitterer Ernst, als dabei jemand zu Schaden kommt, den sie liebt. Doch nicht nur diese Kräfte können ihr und ihrer Familie zum Verhängnis werden. Die Welt der Hexen und Nachtwesen ist grausam und voller Intrigen und Isa umgibt ein Geheimnis, das sie das Leben kosten könnte, sollten die falschen Leute davon erfahren. Wahnsinnig geil. Ich finde das, ja, dieses Buch oder die Geschichte von Kate S. Stark fantastisch gut. Ich habe, wie gesagt, 15 von 15 möglichen Punkten dafür gegeben und ich bin hellauf begeistert von diesem ersten Teil. Ich bin begeistert von diesem zweiten Teil. Ich will euch aber irgendwie von dem zweiten Teil gar nichts erzählen, weil es viel zu sehr spoilern würde und ihr dann sofort im wahrsten Sinne des Wortes wüsstet, wo die Reise hingeht. Lasst euch da mal ganz überraschen. Es wird richtig toll, es wird fantastisch. Und ihr werdet im zweiten Teil noch viel, viel mehr coolesten Content bekommen. Und die tollsten und coolsten, liebenswertesten Charaktere kennenlernen. Ich finde es da wahnsinnig fantastisch. Dafür, dass das, glaube ich, von Kate S. Stark ist das tatsächlich das Erstlingswerk. Und ich finde es fantastisch. Der dritte Teil wird wohl, glaube ich, irgendwo im März veröffentlicht. Aber ja, dauert noch ein bisschen. Die ersten beiden, wie gesagt, die ersten beiden Teile sind ja draußen. Ja, ich finde es fantastisch. Absolute Leseempfehlung meinerseits. Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten absolut fantastischen Weltenbau. Ja, die liebe Mary Kronos, ich habe sie schon des Öfteren jetzt mal getroffen in Leipzig, auf der Frankfurter Buchmesse jetzt erst wieder. Und ja, ich muss jetzt unbedingt mal ihr wahnsinnig tolle Geschichte, ihre wahnsinnig tolle Geschichte Navi Sur lesen. Ich lese euch jetzt mal ganz kurz stellvertretend für diese bis jetzt vier Bücher, aber ich erkläre es noch ganz kurz. Es sind vier besondere Bücher. Eigentlich sind es zweimal zwei Bücher, aber kommen wir gleich dazu. Das kann unmöglich wahr sein. Was würdest du tun, wenn sich eine ganze Welt verschiebt? Wenn alles falsch zu sein scheint, was du dein Leben lang gelernt hast, hättest du den Mut, es mit dieser neuen Welt aufzunehmen? Hättest du den Mut, die Wahrheit zu entdecken? Kara Claw wächst behütet und fröhlich am westlichen Stadtrand von Paris auf. Ihre Eltern lieben sie über alles und auch ihr kleiner Bruder vergöttet sie. Doch an ihrem 18. Geburtstag soll sich alles ändern. Ein Überfall im Park, einige wenige Minuten und alles ist vorüber. Sie ist allein. In dieser Nacht schwört sie sich, alles zu tun, was nötig ist, um ihre Familie zurückzubekommen. Was sie letztlich bekommt, ist eine neue Familie.
eine, wie sie verrückter nicht sein könnte und doch das Normalste von allem, alledem, was ihr in den kommenden Jahren widerfahren soll. Die Schicksale von Daryl und Kara treffen aufeinander. Beide sehen sich eigentlich nur nach Normalität. Was sie bekommen, ist weit davon entfernt. Immer mehr werden sie in die Geschehnisse einer fremden Welt verwickelt. Letztlich müssen sie sich von Paris verabschieden und von allem, was sie zu wissen glauben. Was würdest du tun, wenn deine Welt eine neue Welt wird? Würdest du sie kennenlernen wollen? Der erste Band der Reihe Navisul ist das Vorspiel, Präludium zu einem Fantasy-Abenteuer, das Daryl, Kara und Ginga in eine Parallelwelt unserer eigenen führt, nach Navisur. Der erste Band, wie auch alle planmäßig 6 Folgebände, erscheinen in 2 Versionen, Teilbänden, aus der Sicht Daryls und aus der Sicht Karas. Du als Leser kannst entscheiden, wem der beiden du auf ihre Reise folgen wirst. Ja, ich habe das jetzt erstmal angefangen aus der Sicht von Kara zu lesen, dieses Präludium, die Vorgeschichte, das spielt alles in Paris, wo sie ja dann in Geschehnisse verstrickt wird, ihre Mitbewohnerin, die Ginga, die ist ein Vampir. Und die stammt ursprünglich aus Navisur, aus dieser Parallelwelt. Aber das weiß Kara am Anfang noch nicht so. Es kam noch nicht zur Sprache. Aber die beiden werden dann im Laufe dieses Präludiums in Geschehnisse verwickelt, die fantastischer nicht sein könnten. Daryl, den anderen Charakter aus dem anderen Präludium, das ich übrigens aktuell lese, ihr müsst euch vorstellen, diese beiden Geschichten werden eben einmal aus der Sicht von Kara erzählt und einmal aus der Sicht von Daryl. Der ist eigentlich Vampirjäger. Tja, und im Laufe der Geschichte ihr müsst wissen, Kara und Ginga, die wohnen zusammen in der Villa von Karas Eltern, so in so einer kleinen Mädels-WG. Und da zieht während der Geschichte, diesem Präludium, der Vampirjäger Daryl mit ein. Was schon mal ziemlich fantastisch klingt, und es ist es auch. Da passieren die tollsten, fantastischsten Dinge, und irgendwie will jemand was von dieser Kara, denn Kara scheint irgendwie was Besonderes zu sein, ohne dass sie das selber jetzt weiß, und möglicherweise stammt sie auch gar nicht aus dieser Welt, sondern ist aus Gingas Welt. Wie das alles zusammenhängt und warum und wie und überhaupt, das müsst ihr schon selber lesen. Es ist aber ein eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ich habe dieses Präludium gelesen von Kara, und dann habe ich den Draco Adest von Kara gelesen, also der erste eigentliche Teil, weil dieses Präludium ist sozusagen die Einführung in die Geschichte,
Und dieses Draco Adest ist sozusagen dann der erste richtige Teil. Auch wieder eben aus der Sicht von Kara. Mittlerweile bin ich jetzt dabei, dass ich das Präludium von Daryl lese, weil es offensichtlich so ist, dass es da noch einige andere Geheimnisse gibt, die eben im Präludium und in dem Draco Adest von Kara noch nicht sich offenbart haben und umgekehrt. Also, ne? Nur wenn ihr im Prinzip beide Sichtweisen gelesen habt, dann erschließt sich euch diese Geschichte in ihrem Ganzen. Was ich unheimlich cool und unheimlich spannend finde. Und ich muss ehrlich sagen, das ist Chapeau an Mary Kronos. Hammer gut geschrieben und eine der besten Weltenbilderinnen, die ich bisher überhaupt lesen durfte. Das ist schon holla. Also gerade bei diesen Fantasy oder dann High Fantasy Anteilen dieser Geschichte, es ist nicht leicht, solch großartigen, ausgereiften Weltenbau zu betreiben, und das ist Mary Kronos wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Wie gesagt, ich habe jetzt die ersten beiden, also das Präludium und das Draco Adest von Kara gelesen und bin jetzt gerade dabei, das Präludium Daryl zu lesen. Hammer! Ich bin begeistert, ich freue mich auf den nächsten oder den ersten Teil dann von Daryl. Richtig geil. Dann als nächstes habe ich dann gelesen, und zwar von der lieben Kim Kestner, Heaven's End, wie die Geister leben. Wenn die Geister leben. In Heaven's End, einem kleinen schottischen Küstenort, lebt die 15-jährige Jojo mit ihrer Familie, der Lebenden und der Toten. Denn Jojo kann Geister sehen und wohnt mit einer ganzen Horde verrückter Vorfahren unter einem Dach. Von ihrer besonderen Fähigkeit darf aber niemand etwas wissen. Erst recht nicht Zack, der Schulschwarm, dessen funkelnde Augen Jojo blödsinnigerweise kribbelig machen. Doch im idyllischen Heaven's End gehen auf einmal unheimliche Dinge vor sich. Wie lange kann Jojo ihr Geheimnis noch wahren? Und was lauert jenseits der Welt der Lebenden? Endlos spannend, himmlisch romantisch, teuflisch gut. Der grandiose Auftakt einer packenden Ghost-Fantasy-Trilogie. Hammer! Ich liebe dieses Buch, ohne Witz, und ich freue mich schon so auf den 27. Mai nächsten Jahres, da erscheint der zweite Teil dieser Trilogie. Richtig geil. Die Jojo, die lebt in Schottland und ihre Familie, in ihrer Familie kann man Geister sehen. Eben aus der Linie ihrer Mutter, die Leute, die können, aber nur Geister sehen von verstorbenen Familienangehörigen. Und Naturwesen können die auch noch sehen, und Tiergeister hier, denn Jojo hat noch zwei Tiergeister-Freunde, die richtig toll sind in der Geschichte und im Ganzen nochmal so ein extra Witz und Esprit verleihen, und das gibt dem Ganzen nochmal Spitze, das rundet das Ganze nochmal so ab. Bereitet unheimlich Freude. Sehr spannend geschrieben, witzig geschrieben,
unheimlich toll geschrieben, flüssig zum Lesen, flutscht wie nochmal was und hat mich rundum begeistert, ohne Ende. Ich habe überhaupt nichts draus auszusetzen an dem Werk, und ich freue mich riesig auf den zweiten Teil von Kim Kästners Trilogie Heaven's End. Hammer, echt der Hammer, absolut zum Empfehlen. Ja, dann als nächstes von der lieben Anna Ruhe. Ja, die Duftapotheke, ein Geheimnis liegt in der Luft. Endlich habe ich mir mal die Duftapotheke geschnappt und die gelesen. Ja, Anna Ruhe, ganz verdient. Ich glaube, du hast die Silbermedaille gewonnen beim Lovely Books. Ihr wisst schon, ne? Ich glaube, bei Kinderbüchern. Ich bin jetzt 43 und mich hat es trotzdem, auch wenn das, glaube ich, im Bereich Kinderbücher, es ist ein Buch für junge Erwachsene auch immer noch, und ich bin ein jung gebliebener Erwachsener, also völlig egal, mich hat es sehr begeistert. Ich lese euch ganz kurz mal hier den Klappentext vor. In der alten Villa riecht es seltsam, nach tausend Dingen gleichzeitig. Es ist das Erste, was Lucy an ihrem neuen Zuhause auffällt. Aber die Gerüche führen nirgendwo hin. Und der Schlüssel, den Lucy unter einer Bodendiele findet, passt in kein Schloss. Gibt es in der Villa etwa ein verstecktes Zimmer? Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Benno und dem Nachbarsjungen Mats macht sich Lucy auf die Suche. Als sie in den verborgenen Teilen der Villa vordringen, trauen die Kinder ihren Augen kaum. Auf deckenhohen Regalen reihen sich zahllose Duftflakons aneinander, in denen es nur so schillert und sprudelt. Doch in den Flaschen schlummern nicht nur schöne Überraschungen, sondern auch jede Menge Gefahren. Vor allem ein Flakon wäre besser für immer verschlossen geblieben. Hier steht noch, Michael Ende hätte das nicht besser erfinden können. Und ehrlich, die Stuttgarter Nachrichten, die haben da echt recht. Wahnsinnig tolle Geschichte. Ein wahnsinnig toller Auftakt. Die liebe Lucy, die zieht mit ihren Eltern in diese wunderschöne, urige Villa, in der es so unglaublich komisch duftet. Nach allem Möglichen. Du kommst von einem Zimmer ins andere und es riecht wieder komplett anders. Und keiner hat eine Ahnung, wo diese unterschiedlichen Düfte herkommen. Im Garten dieser großen Villa ist noch ein ganz, ganz großes, altes, so viktorianisch angehauchtes Gewächshaus, in deren Gärtner arbeitet. Es habe verboten, in dieses Gewächshaus zu kommen, und das ist ein kleiner Grandler, dieser Gärtner. Und in dem Gewächshaus wachsen die tollsten Pflanzen noch. Die ehemalige Besitzerin oder Teilbesitzerin immer noch dieser Villa, die ihre Eltern da gekauft haben, die gibt es auch noch. Das ist ein bisschen eine schrullige ältere Dame, die nicht mehr so gut riechen kann. Die lebt noch in so einem Teil dieser Villa, eben im Erdgeschoss in ihrem eigenen Reich. Den hat sie nämlich nicht mitverkauft. Und die Lucy und ihr kleiner Bruder und der Nachbarsjunge Mats, die gehen da auf Entdeckungsreise.
Und ja, das führt sie in die, ja, in die Geheimnisse der Duftapotheke. Oder zu den Geheimnissen der Duftapotheke. Ja, denn die versteckt sich nämlich in dieser Villa irgendwo. Ja. Mich hat es wahnsinnig begeistert. Ich werde auch, denke ich mal, bald die nächsten Teile mir mal anschaffen und ja, sie dann lesen. Ich bin sehr begeistert von der Geschichte und kann die nur absolut weiterempfehlen. Auch wenn ihr schon erwachsen seid, das ist so cool und so toll geschrieben, dass das für selbst für mich als Kerl mit meinen 43 Jahren absolut wundervoller Lesestoff gewesen ist. Ja, das war der Lesemonat und jetzt habe ich hier noch einen Neuzugang zum Schluss, und zwar von Jennifer Alice Jager, Awakening Terra Hashtag 1. So sieht das Cover aus. Ich mag solche Geschichten. Ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Fan der Alterra-Reihe. Auch wenn die leider Gottes der Drömer Knauer Verlag nicht mehr weiter übersetzt hat. Aber ja, jetzt gibt's eine ähnliche Geschichte. Ich lese euch das mal hier vor. Die Natur holt aus zum Gegenschlag. Nur vier Jugendliche können sie noch aufhalten. Naturkatastrophen wüten auf der ganzen Welt. In Andys Heimatstadt Orset zerstören Pflanzen alles und jeden, der ihnen in die Quere kommt. Auf der Suche nach der Ursache trifft Andy einen rätselhaften Jungen, der völlig unberührt von der Zerstörung scheint. Von ihm erfährt sie, dass dies erst der Anfang ist. Terra Mother, die Erde selbst, will dem Tun der Menschen ein Ende setzen und eine bessere Welt erschaffen, ohne diese. Die Mutationen in ihrer Umgebung und Andys eigene unerklärliche Verbindung zur Natur machen ihr nur noch deutlicher, dass die Tage der Menschheit gezählt sind. Eine Vision zeigt Andy, das Schicksal der Welt liegt in ihren Händen und in denen von drei weiteren Jugendlichen, die ganze Kontinente trennen. Nur gemeinsam können sie Terra Mother aufhalten. Ja, Awakening ist der Auftakt der furiosen Endzeitreihe über den größten aller Kämpfe. Ja, wir, der Mensch, wir sind ein Bacillus, ein Virus, und offensichtlich hat die Erde Terra Mother die Schnauze voll und will uns loswerden. Tja, das ist ja ein ähnlicher Plot wie bei Alterra. Und mir hat Alterra, ich liebe die Geschichte, mir hat das unheimlich gefallen. Hier ist es natürlich nicht dasselbe und ist ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz steht ein ähnlicher Hintergrund dahinter. Nämlich, dass die Erde die Menschheit loswerden will. Und deswegen freue ich mich darauf, dieses Awakening bald zu lesen. Ja, das war mein Lesemonat, Neuzugänge, Mashup für den November 2019. So, in diesem Sinne, lest mal wieder was.